So, dann gucken wir doch mal nach den Mauern. 438 Stück. Die Beschädigten sind doof. Ich sollte übrigens die Repair Packs auch mal automatisieren, damit die Mauern da endlich repariert werden können. Das ist sogar ziemlich wichtig. Bau bitte dich da wieder auf. Du stellst jetzt bitte her. Unter was fallen die Dinger? Da. Repair Pack. Grüner Chip und ein Eisenzahnrad. Du hättest gerne grüne Chips, wie so gut wie jeder andere auch. Und Eisenzahnräder. Und wir beschränken dich auf einen Stack. Und du kriegst hier Pollution-Module. So, Shotgun-Muni haben wir. Genau, ich wollte noch gucken, ob bei den Sandsäcken noch was fehlt. Sand sollte eigentlich... Es wird schon weniger. Oh, das war falsch. Genau, hat auch jemand in den Kommentaren geschrieben gehabt, dass ich da was verklickt habe. Danke nochmal für den Kommentar. So, genug Sand hätten wir jetzt auch da. Dadurch haben wir genug Sandsäcke, dadurch haben wir genug Mauern. Und ich kann hier weiterbauen, das ist gut. Oder die Roboter halt später. Das heißt, ich gehe jetzt los und zerstöre die Basis dahin. Solange ich sie noch zerstören kann. Eigentlich wäre die da naheliegender, weil sie näher an unserem Smog-Blob hier ist, aber das ist eine Dreierbasis und ich will eigentlich nicht so wirklich viel riskieren gerade. So, unterwegs stellst du bitte noch mehr Pollution-Cleaning-Module her. Weil das eine sehr entspannende Beschäftigung ist, wenn man gerade auf dem Weg ist, irgendjemand zu töten. Blei, 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 Stein, Ardeit, Zink. Okay, merke, Tin ist unten rechts an der Basis, Blei ist unten an der Basis, Zink ist im Westen vor der Haustür. Das war ganz schön viel. Okay. Was haben wir? Ups, da. Spawner. Aber keine Big Biter. Soweit ich das sehen kann. Ne. Das sind alles noch die Überbleibsel von dem ersten Spawn. Ja, beiß mich ruhig, das ist mir egal. Ich regeneriere schneller. Oh, Berserker. Die Slowdown-Dinger sind super. Kommt nicht mal ein Berserker hinter mir her. Lalala, Edgy Badge. Super, 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 super. Zack. Ach ja. Wo kommst du her? Ist da unten noch eine Basis? Guck ich gleich mal. Nicht, dass ich sehen könnte. Da schön viel Tin und Eisen und Kristall und Gedöns, aber keine Basis. Bau bitte mehr Muni. Mehr, 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 mehr. Dann. Oh ja, hier ist schon ein anderer Schnack, ne? Großer Wurm, kleiner Wurm, mehrere Big Biter, das. Nee, 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 nee. Ich prügel nur auf Leute ein, die schwächer sind als ich. Wie sich das als Bully und Kapitalistenschwein gehört. Das wie. Wow. Okay. Da unten. Das ist eher meine Kragenweite. Da. Ich hoffe, das triggert nicht die obere Basis auch irgendwie. Du hast zwei Spawner nebeneinander? Ne, sah nur kurz so aus. Okay, weg, 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 weg. Ach ja, wie viel brauchte ich nochmal Alien-Artefakte für die MK2? Ich brauchte 30 für die Module jeweils. Ich glaube 60 für die Rüstung. Wären zusammen 120. Fehlt nicht mehr viel. Gib mir kleine Basen, gib mir kleine Basen. Da unten ist was. Das ist eine sehr kleine Basis. Nicht mehr lange. So. Splitter, 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 Splitter. Übrigens komisch, dass bei einem Splitter-Spawner normale Biter rumlungern, um das zu verteidigen. Wow, das ist neu. Noch eine Basis?
Oh. Ja, es ist noch eine Basis, aber sie ist ziemlich groß. Oh oh. Groß aus. Die lasse ich erstmal. Weg mit dir, sonst folgst du mir ewig. Weg mit dir. Weg mit euch beiden. Okay. Die da unten ist auch groß, oder? Geht. Zwei Berserker. Na, ich guck mir lieber die da an. Die ist ein bisschen näher an uns dran. Das war die, die ich eigentlich nicht machen wollte, weil sie zu gefährlich war, oder? Nee, die war machbar. Okay. So, so, so. So, so, so. Kleinvieh wegschießen. Oh, hier spawnt aber ganz schön schnell nach. Lauf, 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 lauf. Oh, Jungs. Braucht auch Zeit zum Töten. Sehr gut. Ja, eigentlich brauche ich auch Zeit zum Töten von denen hier. Sonst habe ich irgendwann 20 hinter mir herlaufen und ich schaffe ihn niemals kaputt zu kriegen. Ja, also töte ich jetzt erstmal den ganzen Trupp hier. Kümmere mich dann wieder um die Basis. Mehr Money. Kümmere mich dann wieder um die Basis und habe eh einen Spawner weniger. Das ist dann also einfacher. Spucker. Magazine habe ich dann auch noch über. Oh, ganz ruhig, ganz ruhig. Blubber, Schleim, Schleim. Können hinkommen in die 20. Oh oh. Alter Falter, wo kommt. Und ich habe keine Verlangsamungsmodule mehr. Das war jetzt sehr doof von mir. Ja, okay. Und da war gerade ein besserer Spucker. Ich habe keine Ahnung, was das für einer war, aber er sah größer aus und irgendwie so hellblau. Also ich brauche wieder eine kleine Vorbereitungsphase. Mehr Slowdown-Kapseln bauen, mehr Money bauen und dann gehe ich wieder hierher. So. Das war laut. Wie viel habe ich jetzt? 107. Schön, schön. Hier wird einmal durch. Wieder dicht. So. Schöne Dreier-Sandmauer, das sollte erstmal reichen, ne? Fehlen irgendwie noch die Türme, aber. Details. Gut. Pau, bitte. Nix, sondern hol erstmal Stahl. Ganz viel Stahl. Ihr zieht alle nach Westen. Smog ist genau wie vorher. Ist alles okay. Ist alles gut. Trotzdem mutieren die jetzt fleißig, weil ich halt aggressiv vorgehe. Aber das muss ich. Stahl kommt. Okay, bau bitte davon welche, damit ich das einmal rumziehen kann. Bau bitte noch mehr davon. Geh bitte direkt an die Quelle. Das geht schneller, als das einfach anliefern zu lassen. Mehr. Mehr. So, okay. Mehr davon. Dann mehr Muni und mehr Slowdown-Kapseln. Grüne Chips fehlen wahrscheinlich immer noch. Oh, ich sehe 1800 Kupferplatten im System. Das ist eine schöne Entwicklung. Dafür nur noch 2600 Eisenplatten, was jetzt nicht mehr so schön ist. Aber das hängt wahrscheinlich damit zusammen, bis irgendwas hier wieder leer ist, oder? Na, gucken wir mal. Na, du mach bitte da einen Drill hin. Ich habe keinen Schmelzofen mehr. Mist. Nee. Wir brauchen Tin Plates.
Yeah. Ich habe unten das hingebaut, ne? Automatisch Tin abbauen. Ja. Das hole ich mir jetzt. Ah, das hole ich mir jetzt alles. Du kannst auch weg. Kupfer, 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 Kupfer. Wo war das Autotin-Ding? Einfach der Spur folgen. Da hinten war es. Scheint fertig zu sein. Gut, 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 gut. Das heißt, eigentlich sollte er jetzt da weitermachen. Das wäre außerhalb der Basis. Sehe ich aber jetzt nicht so wirklich als Problem. Wenn es kaputt geht, geht es halt kaputt. Raus, raus, raus. So. Bau das mit dem tollen Drill bitte ab. Da in den Schmelzofen, in die Kiste und hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich wird die Kiste nicht zerbissen, weil dann ist der gesamte Inhalt weg. Wären zwar nur 400 Anführungszeichen Tin, aber ne? Wie man merkt, geht Tin ja doch schnell weg. Genau, setzt eine kaputte Mauer dahin. Das ist super. So, mit dem ganzen Tin, bau bitte davon welche. 4 Stück ist jetzt ein bisschen happig, weil er das alles von Hand herstellen muss, aber na gut. Dann gehen wir jetzt zur Westmauer, verteilen da 14 Substations. Das sind Brocken. Ja. Verteilen die da, dass wir die westliche Mauer einigermaßen abgedeckt bekommen. Bis... Wo wäre das? Noch 2, oder? Ja, noch 2. Da, da. Gucken wir mal, ob das übereinstimmt. Das ist immer ein guter Test für das Muster. Wenn man von 2 Seiten das Muster weiterverfolgt, dass sie denn sich genau treffen und es keinen Überstand gibt und kein gar nichts. So, die hätte ich gerne abgerissen. Woanders aufgebaut. So. Achso, ich wurde übrigens desillusioniert in den Kommentaren, was Bäume angeht. Also es hat sich wohl jemand mal den Lua-Code durchgelesen, wie viele Bäume wirklich bringen. Und das waren irgendwie 1800 Bäume, um einen einzigen Schmelzofen auszugleichen oder so. Das, ja, also Bäume pflanzen schön und gut, aber bringt fast gar nichts. Worauf soll ich mich fokussieren? Oben, unten, Mitte, alles? Momentan haben wir keinen wirklichen Aggressor mehr. Jetzt, wo die Basis, die unten fast am Schnüffeln war, zerstört wurde. Ja, ich bereite einfach alles überall ein bisschen vor. Und wenn dann irgendwann mal ein Angriff kommen sollte, also ein richtiger, dann baue ich, also dann werde ich es manuell, also selber mit meiner Schrotflinte abwehren. Müsst ihr noch hinhauen. Und danach verstärke ich dann an der Stelle die Verteidigung einfach ein bisschen mehr. Das klingt soweit gut, okay. Das heißt, hier hätte ich jetzt erstmal ganz gerne weitere Substations. Die Ardite-Picke hält übrigens immer noch. Das ist echt ein super Ding. Kann ich nur jedem empfehlen, das möglichst schnell zu erforschen. Auch wenn die Forschung selber recht lange dauert. Vielleicht vorher nochmal dieses Forschungseffektivitätsding da erforschen. Dann sollte das schon klappen. So. Ding, ding. Kabel ist da richtig. Bist du die letzte Substation? Ja, hier oben ist nur anderes Gedöns. Okay. Das hätten wir also auch. Jetzt bräuchten wir noch Roboports. Das ist schon mal ein Zacken härter. Das überlappt sich nirgends. Nee. Genau, Roboport-Abdeckung ist schon mal ein Zacken härter. Zum einen müssten wir jetzt theoretisch hier nochmal das nach da erweitern. Lass mich durch. Wobei, jetzt wo ich weiß, dass man 1800 Bäume braucht, um einen einzigen Schmelzofen auszugleichen, habe ich auch noch weniger Skrupel, hier die Bäume zu vernichten. Ich bin kurz davor, die Roboter wieder loszuschicken. Also, unsere 2. Und die ganzen Bäume hier wegzumachen, einfach nur um Platz zu haben.
Widerspricht zwar ein bisschen dem Ökogon, aber der Ökogon hat gerade gelernt, dass niemand mehr da ist, der sich darüber aufregen kann, dass Umweltverschmutzung da ist, indem wir die Basis zerstört haben. Da könnte man sich jetzt so ein paar kleine Sünden leisten, ha? Huh?